Einen genossenschaftlichen Gruß, liebe Volkspatrioten, und willkommen in unserer schönen sozialistischen Republik Blankanovia. In dieser wunderschönen, düsteren Nacht, die durch unsere Lichter hell erleuchtet wird. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und würde sagen, wir legen direkt los, denn es gibt wie in jeder Folge unendlich viel zu tun in unserer kleinen Niederlassung Blankenstedt hier unten. Wir haben mittlerweile ja das Kohleproblem einigermaßen in den Griff. Das Lager wird fleißig befüllt. Wir haben hier einiges vorhanden, um zu verhindern, dass hier alles direkt erfrieren muss. Unsere Transporter sind fleißig unterwegs. Hier wird eine Asphaltiermaschine transportiert und wir stellen auch fest, dass die asphaltierte Zufahrt endlich fertig ist. Das heißt, wir könnten direkt damit weitermachen, hier die zweite Zufahrt mal zu asphaltieren. Hier, diese Bauarbeiten sind mittlerweile auch durch. Dann würde ich sagen, böte es sich direkt mal an, hier nach hinten durchzuschottern. Ja. Und hier noch. Perfekt. Dann würde es sich auch anbieten. Da müssen wir allerdings aufpassen, hier die Zufahrtsstraße zu asphaltieren. Da warte ich mal allerdings noch ein bisschen. Und ja, dann lasst uns mal gucken, ob dieser innerstädtische Passagierverkehr hier mittlerweile ordentlich funktioniert. Ja, der fährt mit 17 Passagieren und 2 Touristen hier runter. Sehr gut. Das ist ja hier diese Trinkhalle. Und hier ist der Kindergarten. Das heißt, diese Problematiken hier sollten sich auch so langsam aber sicher auslösen. Die Touristen möchten gerne eine Kirche sehen. Das ist mal ein nächster Punkt, den ich übernehmen möchte. Jetzt ist es so, im Vanilla-Spiel ist es überhaupt nicht möglich, eine Kirche zu bauen. Ich habe hier allerdings einige Mod-Gebäude und ich finde es durchaus auch hier gerechtfertigt, das vielleicht mal zu machen. Also lasst mich mal gucken, was wir denn da machen könnten. Und zwar eine Kirche. Vielleicht, was ist denn das? Eine aus NRW, oder? Ja, das finde ich vielleicht ein bisschen zu gewagt und modern. Eine Wedding Chapel. Maximale Anzahl an Mitarbeitern 2. So eine Touristenfalle hier. Ach, das muss im Wasser gebaut werden. Okay, nee, das können wir hier nicht bauen. Das ist ein bisschen zu schäbig für unsere Stadt. Das sieht ein bisschen zu modern aus, finde ich. Ja, das ist, glaube ich, definitiv übertrieben. Sowas total Modernes? Hm. Ja, aber das passt hier, glaube ich, auch nicht so wirklich rein. Nee, dann bauen wir doch mal das Ding hier. Und ich hätte gesagt, ja, das ist ja eine Touristenfalle hauptsächlich. Das sollten wir hier in die Nähe von dem Hotel setzen. Das soll nicht so wirklich für unsere Bevölkerung, die glaubt natürlich nur an den Sozialismus und nicht an irgendwelchen Hokuspokus hier. Deswegen, ja, ich will nur aufpassen, dass das einigermaßen im Winkel ist. Ich glaube, so ist es besser. So. Ja.
Das können wir aber definitiv selbst bauen. Das hat keine Priorität. Ach, da brauchen wir wieder Beton dazu. Was haben wir denn hier? Neuer Fahrzeugtyp? Ein Containerwaggon, Doppeldecker. Na gut. So, hier wird gebaut. Ja. Hier werden die Stützen aufgestellt. Hier hinten wird Material entladen. Da fehlt nur noch Beton. Das heißt, hier ist es jetzt an der Zeit, diese Bauphase abzuschließen. Den Beton können wir leider nicht importieren. So, stopp. Den Rest können wir hier alleine machen. Und hier ist es genauso. Wir warten wieder ab. Und stopp. Ah, Mist, das ja, nee. Na gut, wir können warten, bis der Stahl da ist. Ach, und die tanken alle hier oben. Ja, vielleicht sollten wir hier auch mal nochmal eine Tankstelle vorsehen. Tankstelle. Was nehmen wir denn hier? Eine Retrogasstation? Nee, das passt, glaube ich, hier nicht so ganz. Vielleicht das Ding hier? Hier in diesem kleinen Winkel hier rein? Ja, warum eigentlich nicht? So ein bisschen angeschrägt? Ja, warum eigentlich nicht? Das hat doch was, oder? Da können wir aber auch erstmal warten, bis die Materialien herangeschafft sind. Ja, schaut mal her. Hier wird eine Walze transportiert, okay. Ja, hier oben der Bagger ist nach wie vor fleißig. Ja, und hier die Allee, die wächst so langsam. Ich sehe, hier fehlt noch ein Baum. Da. Und hier fehlt auch noch einer. Perfekt. Na, dann lasst uns das doch mal hier noch fortsetzen. Ach, das geht hier nicht wegen der Masten. Aber das hindert uns ja nicht daran, das zumindest einseitig noch abzuschließen hier. Ja. Und ja, ich fände es eigentlich ganz attraktiv, wenn diese Strecke hierauf auch eine Allee wäre. Ja. Das sieht doch gut aus. Wie weit ist diese Baustelle? Das dauert alles noch. Okay. Tja. Dann gucken wir mal, wie hier die Bauarbeiten voranschreiten. Hier wird auf jeden Fall schon planiert. Das heißt, diese Verbindung ist demnächst fertig. Ja. Sehr gut. Dann würde ich fast überlegen,
ob wir nicht hier drüben mal unseren na, ich will eigentlich nur das. Geht das nicht? Ah, doch. Okay. Ja, toll, aber hier wird mir jetzt nichts angezeigt. Nee, dann müssen wir das hier manuell machen. Das ist, glaube ich, bei... Tja, wo war das? Nicht bei Förderung. Das war auch nicht bei Fabrik. Oder war das bei Fabrik? Nee. Bei Mine. Also hier wäre definitiv noch ein guter Standort. Ja. Hier wäre es ehrlich gesagt auch schade, wenn wir das nicht noch mitnehmen würden. Und hier gibt es noch eine Möglichkeit. Tja, und dann ist das hier allerdings schon ausgebeutet, oder? Ja, man könnte theoretisch hier noch was machen. Na, wir lassen das erstmal. Ja. Dann lasst uns das mal erohren. Wir haben ja hier jetzt die Möglichkeit, noch was anzuschließen. Ja. Wir haben hier drei Stück. Ja, ich würde den hier ransetzen, würde das allerdings ohne Verrohrung erstmal bauen. Ja, so gefällt mir das besser. So, hier ist die Frage, reicht uns das? Das würde funktionieren, ja. Und das könnten wir auch machen. Ja. Das lassen wir alles selbst bauen. Dazu müssen wir allerdings entsprechend Straßen verlegen. Ja. Hier würde ich sagen, gehen wir so runter. Na? Hier wird es dunkel. Okay. Kleiner Knick. Hier entlang. Und hier ran. Ja. Da ebenso. Hier. Da müssen wir das hier noch mit ranbringen. Ja. Das würde ich so lösen. Ja. Jetzt ist alles angeschlossen. Sehr gut. Perfekt. Was fehlt denn hier? Der Kies ist da. Dann verbauen wir erstmal den Beton. So, und jetzt kommen Platten. Okay, die können wir ja ranbringen. So, der bollert. Ja. Hier wird Metall abgeholt. Ah. Habe ich das hier noch falsch gemacht? Die sollen natürlich ihre Waren auch direkt hier an der Ladestation holen. Nicht hier außen rumfahren. Zumal die da viel schneller beladen werden können.
So, neuer Fahrzeugtyp. Okay. Hier sind die Massen unterwegs. Das ist ja echt erstaunlich. Wir müssen hier dringendst mal damit beginnen, diese ganzen Zwischenwegungen hier zu schottern. Ja, was macht denn hier oben unser Großgewerke? Aha, das erste ist hier schon fertig. Hier ist das Material da. Hier ist auch das Material da, da auch. Ja, es ist eigentlich alles da. Da wird Kies geholt. Tja. Hier wird Bitumen herangeschafft. Ah, es geht an die Baustelle hier ran. Da fehlt noch Kies, kleine Menge. Und da würde ich jetzt allerdings wieder sagen... So. Ja. So lassen wir das laufen. So, wird hier oben schon was gemacht? Nee, die kommen da momentan noch nicht ran an die Baustelle. Dazu muss erstmal hier oder da oben Kies angeschafft werden. Ja, wir merken, das kleine Baubüro hier muss ganz schön ackern. Mhm. Ein neuer Fahrzeugtyp, ja. Nehmen wir zur Kenntnis. Ja, hier steigen die ersten Leute aus. Anzahl wartender Passagiere. Müssen wir fast überlegen, nochmal einen größeren Bus hier für diesen Pendelverkehr einzusetzen. Ich bin ja fast am Überlegen, ob wir hier zumindest als Abkürzung mal temporär so eine Kiesstraße hier rüberziehen. Ist hier schon was rangeschafft worden? Nein. Mhm. Hier sind Mitarbeiter herangekommen. Ah, da wird weitergebaut. Sehr gut. Unser kleiner mobiler Baukran ist hier beschäftigt. Ja. Hier an den Gebäuden wird irgendwie auch noch nichts gemacht, oder? Da fehlt auch Beton. Na gut. Das finde ich jetzt momentan aber gar nicht so schade. Die brauchen wir gerade noch nicht. Aha, jetzt wird hier Kies rangebracht. Sehr schön. Dann dürfte sich hier demnächst auch ein Tieflader... Ach, da fährt der Bagger direkt ohne Tieflader. Mhm. Ich bin ja schon am Überlegen, ob wir noch ein zweites Konstruktionsbüro uns leisten sollten. Vielleicht nochmal so ein mittleres mit 20 oder wir nehmen direkt ein ganz großes. Was ist denn das hier für eines? Das ist eins mit zwei Ausfahrten. Da sehen wir leider nicht, wie viele Fahrzeuge da jeweils reinpassen. Aber ich finde das hier eigentlich ganz reizvoll. Hm. Ja, warum eigentlich nicht? Nur wohin? Vielleicht hier so in der Durchfahrt?
Strom hätten wir auf jeden Fall. Ja. Ja, warum eigentlich nicht? Da brauchen wir nur wieder Beton. Ja, aber den Rest, den können wir ja heranschaffen. Das ist ja kein Problem. So, wie sieht's hier oben aus? Sieht eigentlich ganz gut aus. Ne? Das Ding hier ist fertig. Hier ist alles da. Da brauchen wir nur die Gerätschaften. Und da fährt doch auch schon wieder unser Autokran herum. Ja. Hier finde ich die Bäume noch ein bisschen lückenhaft. Vielleicht können wir das noch ein bisschen schöner machen. Ist hier denn noch einer rein? So. Gehen wir hier irgendwo einen unter. Ah ja. Ja, das geht. Und hier? Ja. Sehr gut. Na dann. Das sieht doch schon ganz stattlich aus, oder? Hier unsere kleine Zentralallee. Ja. Ja. Ich denke, da können wir uns nicht beschweren momentan. Was passiert denn hier? Hier ist auf jeden Fall alles auf den Beinen. Oh. Und da staut es sich. Können die nicht alle Ladepunkte gleichzeitig nutzen? Oder liegt das an dem Fahrzeug mit Überlänge hier? Haben die hier auch keinen Strom? Nö, doch. Da ist alles in Ordnung. Na, dann warten wir mal ab, bis der beladen ist. Da geht ja einiges drauf. Der will zu einer Pipeline. Ach, das ist bestimmt hinten eine von den neuen Pumpanlagen. Eine von den neuen Bohrtürmen. Ah ja, daran lag's. Der hat hier die ganze Einfahrt blockiert. Ah, jetzt geht's hier weiter. Sehr gut. Da wird direkt angeliefert. Ja. Jetzt muss wieder gewartet werden. Ja. Aber jetzt wird's wieder frei. Sehr schön. Perfekt. Ja, hier wird abgeladen. Da wird auch abgeladen, glaube ich. Ja, die Zahlen werden kleiner. Mhm. So, was macht unser Gewerk hier oben? Da tut sich auch einiges. Ist denn der Kran schon wieder da? Nee. Oder ist er hier auf die Baustelle gefahren? Nee, hier fehlt nach wie vor Stahl. Aber der ist doch hier oben irgendwo rumgekrust, oder? Komisch. Ich dachte, dass der hier oben unterwegs gewesen sei. Hm. Oder er ist schon wieder weg. Hat er das hier gebaut? Ich erinnere mich gar nicht, ob das schon bestanden hat. Nun gut. Hier tut sich auch noch einiges. Ja, hier werden wieder Passagiere
hin und her gefahren? Ne, der holt Arbeiter ab. Unser Krankenwagen rückt aus. Ja. Ja. Sehr gut. Wurde hier schon was herangeschafft? Nee. Und auch noch keine Fahrzeuge hier. Aber hier werden Lebensmittel ausgefahren. Sehr gut. Perfekt. Was macht denn nun jetzt eigentlich das Einkaufszentrum? Das ist trotzdem noch knapp hier irgendwie. Woran liegt das denn? Ist hier das lokale Verteilzentrum nicht entsprechend eingestellt? Ah. Nee, die sollen natürlich... Was ist denn das hier unten? Das ist das Hotel. Das hier können wir auf 40 lassen. Alles andere würde ich erhöhen. Ich würde mal auf 80 gehen. Ich würde nur hier bei dem Bitumen auf 40 bleiben. Aber alles andere würde ich erhöhen. Definitiv. Was macht die Durchgangsstraße? Ja, da ist mittlerweile der Kies da. Sehr gut. Ah ja, und hier oben wird gebaut. Ach, da wird abgeladen. Aha. So, hier fehlt nur noch Beton. Das kennen wir. Hier können wir wieder unterbrechen. Sehr gut. Also wir müssen das dringend hier mit dem Beton hinbekommen. Das ist ein echtes Hindernis für uns. Das bremst hier alles massiv aus. Naja, und da werden aber jede Menge Materialien benötigt, die irgendwie doch eher zauderig herangefahren werden. Tja. Heizung sieht aber weiterhin gut aus, oder? Ja, die Wohnungen sind alle warm. Sehr gut. Und der läuft hier auch nur bei weitem nicht auf voller Leistung. Was macht denn hier unser Hauptschalter? Ja, da geht ja gar nichts. Hier, das ist doch die Haupteinspeisung hier. Selbst hier. 1,4 Megawatt. Ja, wir müssen jetzt schauen, dass wir möglichst schnell diese Baustoffindustrie hier oben hinbekommen. Jetzt werden hier wieder Mitarbeiter rangebracht. Ne, die Busse fahren leer. Okay. Hm. Aber hier ist ja auch gar kein Baumaterial da. Das bringt ja alles gar nichts. Hm. Hier wurde jetzt zumindest mal Kies gebracht. Da fehlt noch Asphalt. Und hier wird jetzt wieder Ware abgeholt. Sehr gut. Da wird Stahl geholt. Das geht aber scheinbar auch zu der Pipeline da unten. Hier wird Treibstoff gefahren. Na gut. Tja. Da ist ein munteres Treiben auf jeden Fall. Liebe Leute, ich hätte gesagt, das ist ein würdiger Abschluss für diese Folge. Es raucht, es qualmt, es bewegt sich vieles und es geht einiges voran in unserer schönen
Gesellschaft Blankenovia in unserer schönen Stadt Blankenstedt. Und ja, ich denke, wir sind hier auf einem ganz guten Stand, uns da noch stark in Richtung Zukunft zu entwickeln. Und schaut euch hier an, die Fahrzeuge rollen direkt hintereinander her. Ja, sehr schön. Also, ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Workers and Resources, Soviet Republic. Bis dahin, euer von Blankenburg.